Wer auf richtig schöne, stylische Möbel steht, aber auch nicht auf Komfort und Bequemlichkeit verzichten möchte, der sollte jetzt auf jeden Fall bei uns bleiben. Denn Marc hier von der Wohnidee wird uns Levi den neuesten Spross, den Sessel von Paul Lindberg, vorstellen. Wir sind ja richtig stolz auf Paul Lindberg, begeistert. Aber es gibt ja immer noch Menschen, die noch nicht Paul Lindberg kennen. Vielleicht erstmal als Entree, wer ist Paul Lindberg? Ja, bei Paul Lindberg geht es um unsere eigene, relativ junge Kollektion. Die besticht durch modernes, zeitgemäßes Design, aber auch durch handwerkliche Ausführungen, handwerkliche Qualität. Unter der Prämisse, dass wir unsere Hersteller zum einen alle persönlich kennen, zum zweiten die Produktion eng mit den Herstellern absprechen und zum dritten unsere Hersteller möglichst regional im Möbelbereich, muss man sagen, europaweit suchen. Und das sind zig Möbelhäuser, die sich zusammengetan haben, um diese Marke zu kreieren und umzusetzen. Tipp, schaut euch bitte das Programm an. Es sind wirklich wunderschöne, perfekt gefertigte Möbel, die begeistern. Aber jetzt haben wir hier ganz konkret den Levi. Was sehen wir hier? Ja, mal ein Schmuckstück mit aus der ersten Stunde der Kollektion Paul Lindberg entwickelt. Es geht hier um einen Hersteller in Holland, das sind Niederländer, die in Niederlande auch noch die Gestelle fertigen. Das ist durchaus besonders auch in der Möbelindustrie. Das heißt, die bestechen eigentlich dadurch, dass sie in Holland sowohl konfektionieren, was das Polstern und das Leder betrifft, als auch die Gestelle selbst schweißen, zusammenstellen. In Manufaktur, also es werden nicht 100.000 Stück ab in Container, sondern das ist wirklich noch Handwerkskunst. Absolut. Kleine Manufaktur, Einzelarbeit. Da ist kaum ein Sessel wie der andere, weil er sich ja in der Bezugsmöglichkeiten unterscheiden. Das heißt wirklich kommissionsweiser Bezug, heißt für uns Einzelfertigung Sessel für Sessel. Also hast du aber schon grob was angedeutet. Eben ich als Laie würde sagen, das Skelett, Fachbegriff habe ich jetzt nicht, aber das, was wir ja jetzt hier außen sehen als Teil des Designs, ist ja eigentlich versteckelt im Innenleben. Genau. Im Normalfall ist es so, dass das ist das Gestell. Im Normalfall ist das Gestell hier im Sitz mit verschäumt und dann auch bezogen, sodass das man hier komplett abnehmen kann und das Gestell eigentlich nicht sichtbar ist bei normalen Sesseln. Als wir beim Hersteller bei der Produktentwicklung waren, ist uns aufgefallen, wie fein und handwerklich gut die auch die Gestelle verarbeiten. Und da ist uns die Idee gekommen, komm her, wir lassen das Gestell nach außen wandern und nicht wie beim normalen Polstermöbel nach innen. So ist diese Idee daraus entstanden, dass wir das Polster auf das Gestell, das jetzt nach außen gewandert ist, einfach aufsetzen, einen super guten Komfort trotzdem erreichen und das Gestell in seiner, ja, ich kann es ja sagen, in seiner Schönheit sichtbar wird. Und es wird hier selbst für mich als Laie hier diese Punktschweißnaht, alles wirklich Handarbeit einzeln gefertigt. Genau. Und ich glaube, es mein nicht wenigen Übergewichtskilo, das ist auch richtig bewusst, robust. Da habe ich auch lange Spaß dran. Ne? Ja, also da ist nichts dran zu machen. 150 Kilo, also ist das Gelenk hier unten ausgelegt. Das Gestell wird verschweißt, genau, und dann in diesem Fall Schwarzpulver beschichtet. In diesem Fall heißt, wir haben auch die Möglichkeit, andere Farben zu wählen. Richtig. Im Gestellbereich geht schwarz und im Fußbereich geht schwarz und Edelstahl. Gepulvert wird es immer, damit die Schweißnähte im Prinzip nicht verdeckt sind. Jetzt haben wir die eine Hälfte quasi der sichtbaren Welt vom Levi. Jetzt ist die andere, du hast ja schon gerade in der Hand gehalten. Genau. Das, was ich ja dann auch fühle, wenn ich mich reinsetze. Richtig. Wir haben dann an dem Kissen so weit entwickelt, dass es auch, wenn es aufgelegt wird, man sieht ja, das ist aufgelegt, wird hier unten nur mit einem Klettband gehalten, dass das einen riesen Sitzkomfort bietet trotzdem. Das heißt, es sind dort Schäume drin, die eigentlich nicht nur den Komfort vermuten lassen, sondern auch spüren lassen. Jetzt aber, wenn wir das Gestell unterschiedlich farblich ausrüsten können, wäre ich jetzt etwas irritiert, auch wenn ich ehrlich sage, dieses Leder mir sehr, sehr gut persönlich gefällt, dass ich immer diese Lederfarbe haben muss. Das ist nicht so. Wir bekommen den Sessel in Stoff und wir bekommen in zahlreiche Lederfarben. Also das ist alles, was das Herz begehrt. Unterschiedliche Lederqualitäten und auch unterschiedliche Lederfarben, sodass da für jeden Einrichtungsgeschmack das Passende gefunden werden kann. Und wir haben hier ein richtig hochwertiges Möbelstück. Somit gehe ich auch davon aus, ich glaube, ihr Profis sagt, das Gleit und der Innenschaum, das Leder selbst, wir reden hier von richtig
hochwertigen Umsetzung, auch in der späteren Verarbeitung. Genau, richtig. Wir reden vom Innenleben, der Polsterung und dann dem sogenannten Nähkleid. Nähkleid, das dann übergezogen wird. Das ist alles übrigens in diesem Haus. Es ist nichts da nach außen gegeben. Es wird alles beim Hersteller selbst verarbeitet. Gestellbau, Innenleben und auch das Nähkleid und das Beziehen. Insofern Top-Ware. Jeder Sessel im Prinzip verlässt dann auch in Idealzustand das Unternehmen. Jeder, der noch Handwerkskunst und Handarbeit schätzt, kann diesen Sessel dann doppelt würdigen. Genau. So, ich habe mich vorhin reingesetzt, saumäßig bequem. Ich tue es jetzt nicht mehr, sonst siehst du mich da nur noch schnurrend im Sessel. Genau. Es ist ja, ich würde sagen, Lounge-Sessel oder wie würdest du es charakterisieren? Ja, das ist ein Sessel, der ja in vielerlei Hinsicht einsetzbar ist. Ich kann ihn zu einer Garnitur gruppieren, ich kann den in einer einzelnen Leseecke haben, ich kann den einzeln am Fenster stehen haben. Durch das Drehen kann man sich auch immer wieder im Raum unterschiedlich zuordnen. Man kann sich hin- und wegdrehen. Es gibt noch einen Hocker dazu, um die Füße hochzulegen. Aber er ist durch seine Höhe auch, was man gleich noch sehen wird, seine Höhe im Rücken und seine Höhe in der Sitzhöhe, unheimlich bequem und ein richtig kommunikativer Sessel, den man in ganz unterschiedlichen Raumsituationen zuordnen kann. Man wird die Bequemlichkeit zu schätzen lernen. Wenn wir Sesseltest machen, Marc, kommst du nicht drum rum, da musst du dich jetzt auch mal reinflegeln. Genau, richtig. Wie, du sagst jetzt nicht, er ist saubequem. Jetzt kriegen wir ihn nicht mehr hoch. Jetzt haben wir ja gesagt, ich meine, klar, Design ist auch immer Geschmackssache. Wir beide sind tatsächlich sehr begeistert davon. Die Verarbeitung ist top, es ist Handwerkskunst. Jetzt könnte aber der eine oder andere sagen, toll, diesen Sessel will ich, aber der ist ja unbezahlbar. Wo liegen wir denn preislich? Wir reden ja hier von reiner Handarbeit in allen Bereichen. Ich habe gerade schon angedeutet, es gibt ihn in Stoff, da beginnt er ab 1.300 Euro, in Leder dann bei ab 1.500 Euro. So wie er jetzt hier steht, im hochwertigen, ich sage mal leicht angerauten Vintage-Leder, liegt er bei 1.559, was der Art von Handarbeit absolut. Kann man definitiv sagen, ist auch ein Designerstück. Also es ist für diese Liga, denke ich, ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt abschließend haben wir den einen oder anderen vielleicht auch überzeugt und sagt, boah, das gefällt mir. Und was mache ich jetzt? Jetzt meldet ihr euch am besten dann bei uns hier, bei den Gramlichs oder in der Wohnidee oder bei einem der Paul-Lindberg-Händler. Es gibt im Moment 11 über Deutschland verteilt und dort kann der Sessel konfektioniert werden. Das heißt rausgesucht, die entsprechenden Leder und Bezüge, wird dann bestellt, Lieferzeit und wird dann nach Hause geliefert. Perfekt. Ihn kriege ich jetzt aus dem Sessel nicht mehr raus. Deswegen abschließend noch Hinweis, wenn noch Fragen sind, bitte ab in die Kommentare. Wir werden es beantworten. Und Hinweis in eigener Sache, wir machen ja viele spannende Filme rund um die Welt der Möbel, Einrichtungen, Stile, Tipps und Tricks, Küchenvorstellungen. Also wer weiter Marc, mich, Larissa und Co. vor der Kamera sehen will, freuen wir uns über jedes Like und jedes Abo. Und jetzt werde ich abschließend versuchen, ihn wieder aus dem Sessel zu kriegen. Und Dankeschön, bis hoffentlich bald. Ciao.